Wenn dir langweilig ist, kannst du mir helfen. Ich bin Gott. Mir ist nie langweilig. Mach was Sinnvolles, schöpf was. Mir fällt nichts mehr ein. Eine Waschmaschine wäre schön. Waschmaschine? Gibt's doch schon. Immer diese Menschen. Hör zu. Wenn der Herr Gott darauf verzichtet hätte, Schmutz und Dreck zu erschaffen, dann bräuchte ich jetzt nicht waschen. Du schaffst das schon. Hilf mir oder du kannst selber waschen. Gut, dann lasse ich es halt regnen. Nein, 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 nein. Dein saurer Regen kommt mir nicht auf die frische Wäsche, ja? Also was ihr drei manchmal für Ideen habt? Soll das eine Anspielung sein? Ich bin Gottes Mutter und nicht deine Bedienerin. Das wirst du jetzt noch einmal waschen müssen, Mama. Hast du dir die Haare schneiden? Der Bub hat sich die Haare schneiden lassen. Er hat immer schon so ausgesehen. Ich werde doch meinen Buben kennen. Streitet ihr wieder, Mama? Aber nein, Bub. Jetzt hat er's bemerkt. Das nennt deine Mutter himmlischen Frieden. Ruhig oder es erwischt dich ein Blitz. Mama, Papa, ich bin gekommen, um euch mitzuteilen, dass ich Atheist werde. Sehr fein. Endlich einmal einer in der Familie, der was wird und nicht immer schon was war. Kommt doch gar nicht in Frage. Der geht sicher nicht als Atheist zum Zirkus. Kannst du dich noch erinnern, als er als Magier durch das Land gezogen ist? Wasser in Wein verwandeln. Dümmer geht's ja nimmer. Das sind die Momente, wo man bereut, unsterblich zu sein.